passend, Hype Train und wir fahren. Ja, das stimmt. Das ist der Hype Train, weil der hat geladen aktuell 5,5 Millionen Rubels. Boah, schaut euch die Bützhettner Skyline an. Ich hoffe, Heizigel freut sich für die ganzen Herzen, die ihm ums Öhrchen gehauen worden sind. Was für eine Skyline, leck. 5 Millionen hier immer noch, wo wir um 100.000 froh waren. Oh, du, wir waren auch schon um 10.000 froh. Ja, also 100.000 war ja schon Deluxe, aber 10.000 war ja schon teilweise zum Überleben gerade so richtig, ne? Also, und jetzt ein Zug mit 5,5 Millionen Rubel beladen, das hätte uns in der schlimmsten Anfangszeit, hätte uns das über Jahre hinweg getragen, ne? Sieht fast aus wie Frankfurt am Main. Das ist Bützhetten, ne? Also es ist, ja, das ist einfach, das gehört so. Skyline muss größer werden, die wird sich noch erweitern. Das ist jetzt der, eigentlich ist das jetzt nur der Vorbau, ja. Wir konnten bloß nicht alle Felder abreißen. Oh, jetzt müssen wir durch den Wald, Leute, aber das ist nur ein kurzes Stück. Also seht's mir nach, dass ich die Kamera jetzt gerade einfach in den dynamischen Modus lasse. Kommt auch gerade ein Eisenzug an. Und jetzt müssen wir halt kurz mal die Augen zumachen und durch den Wald. Aber ich lass das einfach in der dynamischen Kamera. Wir machen einen kleinen Waldspaziergang. Wir denkt immer dran, Mund zu machen. Und vor Baumstämmen ausweichen. Aber wir sind gleich draußen. Das ist nur ein ganz kurzes Stück. Außerdem ist das auch eine sehr schöne Ecke eigentlich hier vorne. Waldbaden, ja, auch das. Ja. Ist die Kamera wieder am Limit gleich und durchs Gestrüpp. Jetzt sind wir doch schon auf der Zollbrücke. Okay. Und dann verkaufen wir mal unsere paar Kröten. Ich blende mal ganz kurz Bild ein, damit ihr seht, wo wir gerade stehen. Und let's go. Abladen. Ja, sind immer noch 4,5 Millionen drauf. Es dauert noch ein Schlückchen. Und so, das Minus von letzten Monat werden wir mal schön plus machen, ne? Also da gehen wir schön rein. Die Frage ist, so lange wie das jetzt hier alles dauert, ich beschleunige das Ganze mal gerade ein Sekündchen, damit das nicht ganz so lang dauert. Die Frage ist, in der perfekten Welt sollte es so sein, dass unser Stahlwerk dermaßen schnell produziert, dass der Zug quasi im Dauermodus läuft. Aber einfach mal sanfte 8,4 Millionen eingefahren, ist okay. Und das können Fahrzeugimporte sein, warum wir beim letzten Monat so miese gemacht haben, oder? Schauen wir mal schnell, haben wir da ein paar Fahrzeugimporte drin gehabt? 700.000 importieren, kann aber auch Öl gewesen sein oder sowas.
Öltank ist voll. Andere Öltanks sind auch da. Ja, Hauptsache, wie gesagt, Hauptsache wir produzieren das eigene Öl. Das, zum Importieren ist das zu teuer. So, wie schaut es mit dem Bützturm hier aus? 75%. Da fehlt gar nicht mal so viel. Noch 200 Tonnen Stahl müssen da rein. Ein paar Arbeitstage fehlen auch noch. Aber im Großen und Ganzen ist er auch bald fertig. Kurzer Check, ob der aus ist. Ist aus. So, wie viele wohnen bei ihren Eltern? Jetzt langsam wird es interessant. Das Ding ist, wir haben 19.400 Einwohner. Sobald wir den ersten Turm anstarten hier, geht das relativ zügig. Relativ zügig. Also die Leute, die hier umziehen, das wird eine schnelle Nummer werden. Also dass die 300 ziehen sofort um. Die Frage ist, reicht das, um das ganze System hier unten anzustarten? Das wird wahrscheinlich wild werden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch einen leichten Umzug stattfinden lassen. Und dazu will ich Folgendes sehen. Wer war gestern arbeitslos? Niemand, ne? Wir arbeiten... Achso, warte. Jetzt hier. Aber ist auch nicht viel. Wir arbeiten nahe der Vollbeschäftigung. Ja. Wir bräuchten, ich sag mal jetzt mal, so ein Tausender an Leuten wäre auf jeden Fall Minimum, ne? Warte mal kurz. Die gehen wohin shoppen? Also entweder hier rein oder hier unten rein. Die haben beide Möglichkeiten. Ne, unten können sie nicht. Die gehen tatsächlich zum Einkaufen, gehen sie hier hin. Okay. Ja gut, da haben wir alles, was wir brauchen. Ne? Es ist Juni. Wir könnten das System langsam anstarten lassen. Und das wird natürlich einen absolut des gottlosen Bevölkerungsboost geben. Ne? So, wie schaut es hier unten aus? Hier unten haben wir ein kleines Heiz-, also ein Large Geothermalkraftwerk. Das ist natürlich wichtig, dass dieser Turm hier oder einer, der hier in Reichweite steckt, ne, dass der spätestens, also einer von den unteren beiden Türmen, dass der spätestens dann anläuft, wenn der Winter kommt, ne? Das ist nicht so ohne, das müssen wir bedenken. Also eigentlich wäre es sinnvoll sogar, tatsächlich für die Allgemeinversorgung beide Türme anzustarten. Essen ist hier auch da. Fleischlager ist auch da. Okay, es wäre machbar. Technisch gesehen wäre es machbar. %50. So ungefähr. Möchte ich das eigentlich ganz gerne. Ja. Ja. Der Heizwassertank, ich weiß auch noch nicht mal, ob der alleine reicht, ne? Es kann ja sein, dass wir hier drüben nochmal einbauen müssen, um die Stadt anständig mit Heizkraft zu versorgen. Wissen wir halt nicht, ne? So, Hubschrauber sind da. Das ist auf Null gedreht, das ist gut. Ja. Das müssen wir dann, also wenn wir das starten, dann müssen wir es ziemlich hart im Blick behalten, ne? Damit das nicht alles ausufert. Wir haben doch Heizigel. Ja, nun. Ne, wir müssen den oberen auch anstarten, weil da Wasser kommt. Also wir kriegen zwar eine ganz kleine Menge von oben, aber hier ist unser Hauptwasser, unsere Wasseraufbereitung. Da ist eine schöne große Wasseraufbereitung, die den ganzen Bützenbacher Zentralbereich versorgen soll. Weil du musst es immer so sehen, hier oben wohnen 19.000 Leute. Ne? Aber wenn du hier unten das anschaust, das sind 15.000 Leute alleine. Ja, also nur Bützhetten besteht schon fast aus 15.000 Leute, was hier der gesamte obere Bereich ist. Das ist ziemlich kompakt auf das runterkomprimiert. Das wird zu Problemen führen, die wir noch gar nicht abschätzen können. Sei es Energie, sei es irgendwas. Ne? Das wird noch ganz schön wild sein. Ne? Aber gib der Sache Zeit. Wir haben doch Heizigel.
So. Schauen wir mal, Untergrund läuft. Wir haben auch Wasser ist gelegt worden, das ist safe. Hier fehlt noch Abwasser zum Beispiel. Da gibt es kein Bauamt. Das heißt, diese Straße hat es mal wieder zerlegt. Müssen wir neu bauen. So. Weil wir müssen, Abwasser muss auch drin liegen. Gut, haben die irgendwelche Probleme? Hier wohnt niemand, das ist klar. Gut, wie schaut es hier unten aus? Die sind am Finalisieren hier. Jetzt geht es nur noch um Innenausbau bald. Gute Sache. Also nochmal kurz checken. Strom ist überlastet. Also Strom können wir schon mal komplett vergessen. Das funktioniert so überhaupt. Ach nee, warte, das ist ein Wärmetauscher. Der Wärmetauscher ist aber genauso hardcore überlastet. Da haben wir aber mehrere von, ne? Da hängt auch mehr dran als bei dem hier, oder? Ja, nee, das kann schon passen. Weil der denkt zumindest, dass der Wärmetauscher auch noch an dem unteren Teil hängt. Das ist es aber nicht so. Der hängt nämlich hier auch überall noch dran. Das kann sein, dass das ausreichend ist. Warte mal ab, okay. Da werden nur Hotels gebaut, das ist nicht so wild. Wir wollen den Wasserverteiler eigentlich sehen. Ja, und da haben wir relativ gut was verteilt, also das klappt dann auch. Gut, also wichtig, wir beginnen mit Wasser und gehen zu Wärme rüber. Im Zweifel müssen wir Leute nach unten verlegen, um dann hier unten das zu machen. Okay, das brauchen wir gerade noch nicht so zwingend, das ist auch eher ein Hotel. Ich würde sagen, Hotel. Meine Lieben, wollen wir Bizetten eröffnen? Ist es jetzt soweit? Ist es jetzt endlich soweit? Obwohl noch im Bau? Ja. Okay. Wir können dann nicht mehr zurück, Leute. Ne? Wenn jetzt, dann jetzt. Funbird, grüß dich! Wasserrutsche auch am Start. Tu es! Okay. Schupp, bevor wir das machen, ist Bützhetten für jeden was? Oder nur für die Loyalsten der Bützenbacher Gefolgschaft? Sollen wir hier in Bützhetten die Loyalität etwas runterplanen? Alle? Ist Bützhetten für jeden? Für alle? Okay, alles klar. Gehe ich mit? Ja, doch. Let's go. Hier kommen sie, die ersten Bützhettner. Der Zustrom beginnt. Und hier gibt es jetzt schon mittlerweile Verkäufer. Leute gehen in die Bützhettner Schule. Die Bützhettner Feuerwache müssen wir noch eingruppieren. Da ist ein bisschen viel, was hier drin ist. Das ist eine riesen Feuerwache, ne? Also... Ja, lass uns da mal ein bisschen auf so, keine Ahnung, lass uns noch mal so, solange wir noch nicht so viele Leute haben, auf 19 reduzieren. Wo brennt es denn mal wieder? Hier oben. Da ist die Feuerwehr, ist schon auf dem Weg, okay. Kino läuft auch mit maximaler Kraft. Hier fehlt Alkohol im Übrigen noch. Haben wir nicht da hinten irgendwo noch einen Alkoholverteiler? Alkstoffverkauf? Stoff. Der Bützenbacher Nahrungsverteiler hängt da dran. Nahrungsverteiler, das ist der neue, ne? Rename. Alk-Laderampe. Sonst finde ich das nie mehr. Nahrung-Laderampe. Hätte den gar nicht dabei? Der aber... Alkstoffverkauf schon, ne? Ja, keine Ahnung, dann geben wir dem hier auch nochmal die Laderampe rein. Alkohol, beladen.
Und hier mal schön sanfte 90% Alkohol reinschippern, ne? So. Autos, Feuerwehr ist besetzt, nur Feuerwehr ist. Wir haben in der Feuerwache haben wir ordentlich was drin. Da sind richtig gute Feuerwehrautos dabei. Gut, wie schaut's aus? Läuft die Pumpe? Ja, tatsächlich. Ja, auch das läuft, gut. Auch Babys im Kindergarten und so, das könnte alles werden. So, hier haben wir die zweite Kneipe. Die wird allerdings von Alchemie-Verteiler angefahren. Ja, okay, das ist egal. Ist egal, das wird Hauptsache es wird geliefert. So, hier wird ordentlich eingekauft. Die Bützhettner werden auch, mittlerweile sind sie schon im Amphitheater gelandet, wo sie sich ganz netten Gesprächen hingeben. So, gibt's hier Probleme? Ein paar sind ohne Job. Kirchen haben wir hier keine gebaut, ne? Das ist ein Problem. Gibt's aber auch eine Lösung für. Bauen wir mal schnell zwei Kirchen auf, ne? Und tun so, als wären sie besonders alt. So. Dass sie keine Elektronik bekommen, das ist natürlich klar. Kein Problem. So. Die Kathedrale. Ja, könnten wir uns auch noch überlegen. Das sollen jetzt nur so Regionalsachen sein. Wir erweitern Bützhetten ja noch in diese Richtung, Frankenthal rüber. Da wird es dann relevanter werden. Während das jetzt anläuft, lass mich mal ganz kurz hier schauen. Wir müssen hier unbedingt die Straßen erneuern. Das wird dringend nötig sein. Das heißt, wir werden hier die Straßen erstmal abreißen müssen. Jetzt waren da Fahrzeuge drauf, oder was? So, das muss abgerissen werden. Jetzt sind natürlich die Busse erstmal völlig maximal verwirrt. Aber das müssen wir neu auf den Kreisverkehr drauflegen. Und wenn wir das jetzt gerade eh machen, dann machen wir Folgendes. Lösen das nochmal auf und reißen das dafür hier in der Mitte ab. So, dann haben unsere, dann können wir das auf einen Schlag erneuern. Das wird jetzt natürlich ein bisschen dauern, aber das kriegen wir schon hin. So. Wo ist ein großer Stau? Ach du Schande. What's happening here? Wo? Hier oben. Ist das ein Stau? Ja, das ist ein Stau. Aber die brauchen halt einfach so lange zum Beladen. Da kann ich nichts dafür. Leute, wo wollen ihr hin? Ach, Conti Hotel. Unangenehm. Das sind die da unten. 300 Tonnen pro Haus. Oh, hier auch. Okay, alles klar. Das ist kein... Also, das ist ein Stau, ja. Aber das ist ein geplanter Stau. Die Platten zu beladen dauert so lang. Sie wollen halt alle beladen werden gerade gleichzeitig, ne? Ja, es musst du durchlaufen lassen. Die wollen da alle gleichzeitig hin und das ist natürlich, wobei, das, nee, das staut uns zu Tode, ne? Können wir das unterbrechen? Naja. Die müssen da durch jetzt.
Die werden beide zu 100% beladen, er auch. Ja, die wollen alle zu 100% beladen. Da musst du durch, ne? Wenn die großen wären, natürlich weniger stressig, weil es weniger sind, ne? Ja, gut, das ist halt jetzt ein Mörderstau des Todes, ne? Der zerlegt uns jetzt hier oben die gesamte Produktion, weil die Busse nicht mehr durchkommen, solange wie die das jetzt hier beladen. Wir haben aber jetzt keine großen anderen Bauprojekte, das heißt, wir lassen das jetzt einfach laufen. Im schlimmsten Fall kommt einfach nichts mehr nach. Die verbrauchen die 800 Tonnen weg und dann ist nichts mehr da und dann löst sich der Stau auch auf. So oder so, alles kein Problem für uns. So, wir lassen den Abriss jetzt mal kurz passieren. Das dauert ja zum Glück nicht allzu ewig alles. In der Stadt, also ich würde, wie gesagt, ich hätte das ganz gerne bis August, September, hätte ich ganz gerne das hier neu gebaut, damit wir da einfach keinen Stress mehr kriegen. Sobald der obere Teil fertig ist, werden wir uns an den unteren Teil ranwagen und da den Kreis dann ein bisschen hübsch machen. Aber das kriegen wir dann alles noch hin. So. Da fehlt auch noch ein Stück, oder? Ja. Ja, lass mal einfach mal laufen. Wie viele Leute wohnen da? 500 wohnen da mittlerweile. Okay, krass. Das ist gar nicht schlecht. Dass so viele jetzt wohnen, ist ordentlich. So, die brauchen Autos. Und hier, wer hier arbeiten will, braucht mindestens 60%. Warte kurz, das hat es ein bisschen zerrupft. Und dann kriegen die erstmal Autos. Unauffällige Autos. In Rot. Natürlich in Rot. Weil muss ja unauffällig sein. So, unser Zugding ist fertig. Da schalten wir aber alles aus. Das wird unsere Westzugrenze. Also, das wird das Ding werden, was, wo Westtouristen hier ankommen werden, die wir von der Grenze holen. Die kommen hier an dem Zugterminal raus, gehen dann bis zu dieser Geschichte hier. Da müssen wir im Übrigen auch alles abschalten, sonst stellen sich die Leute dahin, weil sie denken, sie kommen irgendwo anders hin. Das wollte ich noch an der Stelle nochmal ganz kurz klären. Genau, dass die hier nicht rumstehen und warten auf irgendeinen Bus, der nie kommt. Ja. Genau, und hier werden dann die Touristen vom Zug geholt. Entweder sie gehen direkt ins Hotel oder sie gehen hier rüber und fahren dann mit dem Bus zum Beispiel hier rüber. Ja, weil von dort aus kommen sie dann auch überall in den Bereich hier hinten. Okay. Gut. Also, nachdem jetzt hier schon über 500 Leute wohnen, was ich sehr begrüße im Übrigen, werden wir dann diesen Tower auch anstarten. Der braucht jetzt nicht mit so krasser Geschwindigkeit anlaufen, aber wenn hier ein paar Leute kommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein paar Leute arbeiten, auch sehr hoch. Ne? Also, die werden dann irgendwann zwangsläufig, werden die dann hier rüber wandern. Stopp! Alarm! Stopp, stopp, stopp! Abzug, Abbruch, Abbruch! Alle verteilen. Wir müssen alle wegverteilen. Das sind die Probleme, genau von denen rede ich, ne? Wir haben keinen Strom. Warum haben wir denn keinen Strom hier? But why? Haben wir hier oben, haben wir doch bestimmt am Verteiler noch Platz, oder? Ist da alles verlegt? Ja, tatsächlich. Nein, wir könnten den Strom auch hier durchgeben, ne? Ja, da, nee, so nicht. So nicht!
So, da schicken wir alle Bauämter drauf, damit das schnell passiert. So, let's go. Rainer, wünsche dir auch einen wunderschönen guten Abend. Ja, da sind mittlerweile schon ein paar Leute da. Läuft die Polizei eigentlich schon? Nee, ne? Die ist hier drüben. Die läuft noch nirgendwo. Das könnte auch zum Problem werden. Also wir haben hier, wir müssten eigentlich alle Türme nacheinander durchstarten. Sonst haben wir ein Problem, weil einfach die, die Möglichkeiten hier zu begrenzt sind, ne? Aber dass die von dem Turm aus nicht hier runterkommen, wundert mich. Ja, das wundert mich wirklich, dass die da nicht runterkommen. Jetzt kommen sie dahin. Okay, alles klar. Also ab dem dritten Turm oben haben wir auch die Polizei am Laufen und den Geheimdienst. Ich meine die Posten natürlich. So. Und Essen läuft dann hier sowieso von alleine. Aber das müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal klären. Es ist natürlich jetzt Wahnsinn, was jetzt passieren wird. Wird folgendes sein. Aktuelles Jahr. Und jetzt zeig uns mal die Bevölkerungsstatistik schnell. Nun. Also, das wird jetzt noch Fahrt aufnehmen. Das ist jetzt nur der Anfang, der hier gerade passiert. Ja? Weil wir werden natürlich jetzt, ziehen die erstmal alle um. Aber das wird sich in diesem Wert hier mit den Kindern definitiv niederschlagen. So, das die Verkäufer laufen. Die Lehrer braucht man nicht in dem Umfang erstmal. Da reduzieren wir mal. Die sind sehr stark besucht gerade. Auch die Kinder müssen wir nicht in dem Umfang betreiben. Das ist okay. Was wir aber anfangen können, ist hier zum Beispiel unsere medizinische Versorgung. Da sollten wir nicht sparen. Da können auch schon die Ersten hier tatsächlich im Krankenhaus mal kurz vorbeischauen. Das sollte machbar sein, denke ich. Schauen wir mal, läuft da jemand hin? Wenn dann dauert es... Da kommt jemand? Ja, die ersten Mitarbeiter finden sich ein. Das heißt, wir können jetzt Behandlungen auch hier unten in Bürzetten durchführen. So, hast du für Bürzetten eine Müllabfuhr? Wir haben nicht nur eine für Bürzetten, wir haben sehr, sehr viele. Die sind auch nicht weit weg. Aber wir haben auch hier ganz, ganz große Container geplant, die minimal erst gefüllt sind. Das ist noch zu wenig, Leute, was da passiert. So, aber wie gesagt, erste Behandlungsmöglichkeiten gibt es auch in Bützhetten. So, verkäufermäßig laufen wir hier ganz gut. Wir können das ein bisschen reduzieren, damit das nicht überhand nimmt. Das ist schon eine ausreichende Menge. Dann gucken wir hier die Gäste hier. Das können wir auch mal ein bisschen runter reduzieren. Da so viele werden hier nicht sein. Machen wir mal... 4 vielleicht. Ja, 4 ist gut. So, das ist das. Auch hier brauchen wir nicht ganz so viele Leute. Auch hier 4 vielleicht. Das ist gut. Nix! NNNX1 liebt den Stream hart. Subhype. Guten Abend zu armen Zwergterz. Ey, Ninix, dankeschön für 51 Monate am Stück. Ich danke dir tausendfach für so langen lieben Support. Auch 51 Monate einfach. Vielen, vielen, vielen Dank dir. So. Okay, ich denke, wir kriegen jetzt unsere Bevölkerung gleich mal ein bisschen geprägt hier. Dann kommen vielleicht auch mal hier Leute vom Personal rein. Wobei, die könnten nur von dem Teil kommen. Das ist ja ganz wild, wo die auch immer herkommen. Ja. Irgendwie haben manche doch geschafft, da weiterzukommen, als ich dachte. Hier arbeiten wahnsinnig viele im Hospital. Da müssen wir auch runter reduzieren. Das sind auch viel zu viele. Die haben auch gar keinen Krankenwagen und so. Auch da müssen wir natürlich erstmal einkaufen. Die Guden. Achso, die haben ja auch keine Hubschrauber, ne?